als am letzten Novemberwochenende 2009 Peter Jeppesen bei Dunpipe zu Besuch war, da war das ein großes Ereignis für alle Pfeifenliebhaber und Pfeifenraucher in der Region. Aber nicht nur die Demonstrationen von Jeppesen waren interessant, sondern sehr toll und sehr interessant war auch eine Betriebsführung, die Dr. Heiko Behrens für die Gäste an diesem Tag angeboten hat. Und das möchte ich jetzt gern einmal zeigen. Also da bin ich raus. Ich schmeiß mich raus. Blue Note. Das war ein Mona Lisa. Da Vinci schon probiert? Ja. Heute 14. Also den würde ich auf jeden Fall auch von der Schnittart und der Zusammensetzung mal probieren. Ja. Doch, das ist so die Richtung, die... Dann machen wir die beiden mal, meine ich, die erst als Probe und dann in Ruhe testen. Ne? Ja. Ja, ich weiß, es ist zu Hause zwei große Firmen und zwei kleine Firmen. Nicht? Die großen Firmen, das ist die Dunpipe. Sie sind heute Gast auf der Dunpipe. Nicht? Da das Versandunternehmen gehört und auch unser Ladengeschäft da vorne. Die Einrichtung in diesem Geschäft stammt übrigens aus dem Neuen Wall, einer Kraftstraße in Hamburg. Da hatte ein Apotheker Ende der 90er Jahre aufgegeben und hat die Einrichtung angeboten. Und aufgrund dessen haben wir die ganze Einrichtung getroffen. Wir haben dieses D-Pult dazu da vorne und hier so verschiedene andere Möbel, die hier noch stehen. Und dann brannte die Dunpipe ab im Jahr 2001 im November in den vier Landen, im Grashof, in seinem redgedeckten Bauernhaus. Das wurde durch Brandstiftung vernichtet. Und da mussten wir über Nacht eine neue Bleibe suchen. Hatten hier die Tabakfabrikation und sind dann hier reingegangen. So, kommen Sie ruhig bitte eben wieder. Ich würde gerne mal allen etwas erklären. Tabak sieht anders aus als dieser Tabak. Der ist Flu-Cured. Da steht auch FCV, Flu-Cured Virginia. Das heißt, der Tabak wird in grünem Zustand nach der Ernte in Trockenschuppen gehängt. Und in diesen, diese Trockenschuppen, nein, entschuldigen Sie, das sind keine Trockenschuppen, das sind containerartige Blechgebilde. Und in diese containerartigen Gebilde wird 3-4 Tage lang dosiert nach einer bestimmten Abstufung Warmluft und Feuchte hineingeblasen. Und das bringt den Tabak zu einer technischen Reife. Das heißt, jedes Blatt ist eigentlich gleich. Er lässt sich industriell dadurch ist wunderbar so verarbeiten. Klimatisieren, was da ja stattfindet. Nein, nein, das ist kein Klimatisieren. Ja, feuchte das ist und Temperatur. Ja, feuchte und Temperatur, aber der Tabak wird dadurch in eine bestimmte Richtung beeinflusst. Und das sehen Sie hier. Er wird getrocknet und er hat eine standardisierte Reife. Das ist jedes Blatt gleich. Im Gegensatz zu den braunen Tabaken hier, da hängt es davon ab, aha, wie viel Wind ist da durchgegangen und hat ein bisschen Sonne abbekommen und so. Also da sehen die recht unterschiedlich aus, die Blätter. Und das ist Zigarrentabak und das hier ist Zigaretten- bzw. auch Pfeifentabak. Man nimmt in die Pfeife auch noch andere Tabake, zum Teil auch luftgetrocknete Tabake. Aber diese Unterscheidung, Zigarette und Zigarre, die stimmt. Und jetzt kommt das Interessante, das die wenigsten Leute wissen. In diesem braunen Tabak reagiert das Nikotin alkalisch und teilt im Abbrand seine Schwere dem Körper mit. Wenn Sie mal so eine Bolivar-Havanna-Zigarre sich anzünden und mal einen tiefen Lungenzug nehmen, dann wissen Sie, was ich meine. Der Körper sagt, das spiele ich nicht mit, da sucht jemand einen anderen Dummen, nicht? Aber nicht mit mir. Nicht? Ihnen wird speiübel, also das kann keiner ab. Ja, richtig. Er ist noppiger, er ist
Kräftiger, der hat etwa 3% Nikotin, also schon recht viel Nikotin. Und dieser hier hat 0,8, würde ich sagen. Man merkt also an der Blattstruktur, an der Blattdichte, merkt man den Nikotingehalt. Und das 30 muss aber lange hier sein. Also solange ich zurückdenken kann, hat Deutschland immer Steuerzeichen gehabt. Nicht? Aber in manchen in den USA können die auch Lose verkaufen. Ja. So. Ja, hier sehen Sie unsere Aromen. Da stehen auch unsere Rottabake, einmal geschnitten und einmal so Naturba. Und hier sehen Sie, das ist so die Anlage, mit der wir jetzt seit 20 Jahren hier arbeiten. Eine Schneidemaschine, ein Förderband, ein Trockner und das war es auch schon. Und wie Sie jetzt zum Schluss dann sehen werden, sind wir dabei, eine noch ganz aufwendige neue Produktion aufzubauen. Und zwar mit Hilfe zweier Funktionäre, der Hauni, also aus einer der großen Tabakmaschinenfabriken, die wir hier auch ganz in der Nähe haben, und die machen das mit unseren Leuten zusammen, so wie man Oldtimer aufbaut, so richtig mit Begeisterung, macht Spaß zu sehen, und wir sparen enorm viel Geld. Wir arbeiten also alte Maschinen wieder auf, denn neu wird uns die Anlage etwa 1,5 Millionen Euro kosten, und so liegt sie auch so bei 330.000 Euro. Ganz billig ist das auch nicht. Aber nachdem er jetzt noch aromatisiert wird, wird er noch stärker. Und hier sehen Sie unsere neue Anlage im Entstehen. Wir sind eigentlich wesentlich weiter, als das jetzt in den Anschein hat. Wir haben die nochmal geöffnet, um sie nochmal nachzuintonieren, die Trommel, um mehr Wärme zu erhalten. Nicht? Hier ist ein Dampferzeuger und hier wird ein Tabak zu Anfang bedampft. Sie merken, wie hart das Verkehrendisch ist. Und der wird durch die Bedampfung hier und das langsame Drehen der Trommel wird der butterweich. Und hier im zweiten Teil der Trommel kriegt der Tabak dann ein sogenanntes Casing. Wenn er nicht aromatisiert wird, kommt dann eigentlich nur Wasser und ein Glykol dazu, der als Feuchthaltemittel dient. Und bei aromatisierten Tabaken kommen schwere Aromen wie Fruchtessenzen oder so mit in diese Casing-Mischung. Ach, hier möchte ich Ihnen noch was zeigen. Kommen Sie mal. Das ist ein schönes Bild. Das ist genau der Tabak, den ich Ihnen gezeigt habe. Vom 19.01. Genau der Tabak. Und sehen Sie mal, wie schön der geschnitten ist. Er wird ein Ready-Rub, das heißt, es wird kein Flake. Wenn er so als Flake in kleinen Döschen verkauft wird, dann hätten wir ihn vor dem Schneiden hier schon mal so in Dosengröße nochmal durchgeschnitten. So haben wir hier, wir sagen da, wie nennen wir das, Flake-Schürze oder wie auch immer. Es sind also längere Stücke, die jetzt so in eine Maschine gelegt werden, die zerruppelt. Wir nennen das dann Ready Rubbed. Ja, hier liegen noch Flakes, nicht? Ja, ja. Mhm. Ja, wir wollen die jetzt hier unten auf Lagern, das ist hier besser geeignet. Okay, ja, dann sind wir auch durch.